Ja, Metal, Leute, der 19. Januar 2016, ein Pferde für. Ja, in den sozialen Netzwerken wird das Gerücht gestreut, die Polizei suche einen Pferdeschänder in Neuschauerberg. Ja, und der Markt Emskirchen hat dafür dann noch damals extra eine Internetseite eingerichtet, um die Verfolgung aufzunehmen. Ach, das war damals geil. Ja, und dann mal wieder ein Opfer. Was Trauriges. Bitte haltet mal kurz inne. Denn am 19. Januar 2022, nach knapp 7 Monaten, hält der Gamingstuhl Winterschlaf. Ach, einfach herrlich. Und man kann sich noch an das Bild erinnern, weil da standen ja schon die Bauschuttcontainer da. Und da lag dann der Gamingstuhl drin. Und daneben die Gummipuppe. Also, Metal of, Leute.